Ein gutes Jahr ist es nun her, dass uns Gavon in das schwarze Auge Satinas Ketten begleitet hat. Nun wird es Zeit für den zweiten Teil, welcher Ende August bei uns erscheinen wird. Um euch perfekt auf das Release vorzubereiten und um euch heute schon einen kleinen Einblick zu gewähren, durften wir bereits die ersten vier Kapitel der Preview anspielen, die allerdings noch nicht den finalen Stand des Spiels darstellt. Ob die Vorfreude gerechtfertigt ist, seht ihr bei uns im Preview. Nach dem Ende von Satinas Ketten sind Monate verstrichen. Gerun und die bezaubernde Fee Nuri, die im letzten Teil in einen Rabenkörper verbannt wurde, kehren nach Andergast zurück. Dort experimentieren und suchen sie gemeinsam mit dem Feenforscher Giacomo Nauta nach einem Heilmittel. Die Hoffnung scheint zu schwinden, denn nichts funktioniert, bis eines Tages der fahrende Händler Fahi mit der nötigen Macht auftaucht. Er verspricht Nuri zu helfen, allerdings ist diese Bitte an eine Aufgabe gebunden, die uns 450 Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Dort schlüpfen wir in die Rolle der jungen Prinzessin Sadia, die zusammen mit einer Heldengruppe die Grabkammer eines alten Moguls öffnen wollen. Von nun an nimmt die Geschichte ihren Lauf. Geron träumt immer wieder von der jungen Sadia und auch in seiner Welt passieren merkwürdige Dinge. Fahi verschwindet, eine Gruppe von Leuten wird versteinert und es macht die Runde, dass ein Dämon aufgetaucht ist. Geron wird nach und nach klar, dass nur einer dahinter stecken kann. Memoria hat in vielen Belangen und im Gegensatz zum Vorgänger ordentlich zugelegt. Es ist größer und abwechslungsreicher und dennoch fühlten wir uns im alten Aventuria direkt zu Hause. Dedelic hat sich diesmal nicht nur auf einen Zauber begrenzt, sondern etliche hinzugefügt. Zwar kann Geron immer noch Gegenstände zerstören und wieder zusammensetzen, doch hinzu kam auch noch die magische Linse, mit der er die Umgebung nach magischem Einfluss absuchen kann. Diese Zauber sind aber reine Taschenspielertricks im Gegensatz zu Sadias Kräften. Diese kann nicht nur magische Objekte beleben, sondern auch Visionen versenden oder Pflanzen und Tiere versteinern. Diese Zauber und verschiedenste Gegenstände, die man im Verlauf des Spiels findet, lassen das Adventure-Herz höher schlagen. Durch diese unzähligen Kombinationsmöglichkeiten zieht natürlich auch der Schwierigkeitsgrad an und wir hingen tatsächlich an dem einen oder anderen Rätsel. Doch auch hier kann man sich die Hotspots anzeigen lassen oder auch auf das Questlog zurückgreifen, um sich einen Tipp zu holen. Im Großen und Ganzen sind jedoch alle Rätsel mit der Reaktivierung einiger grauen Zellen gut lösbar. Klangtechnisch hat Dedelic mal wieder ein Prachtstück abgeliefert. Direkt beim Anspielen hat uns die Musik von Memoria eine Gänsehaut verpasst, die minutenlang anhielt. Auch die Sprecher machen eine hervorragende Arbeit, bis auf ein, zwei Ausnahmen vermitteln Geron und Konsorten den Ernst der Lage und bauen somit eine wunderbare, atmosphärische Stimmung auf. Wie geht die Geschichte weiter? Mit Hilfe des Verkina brachte Sadia die Maske über den Raschtulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Ein gutes Jahr mussten wir warten, bis der nächste Teil der Reihe erscheint. Wir können direkt sagen, das Warten hat sich gelohnt. Mit Memoria bekommen wir die von uns bekannte und geliebte Welt Aventuria zurück. Ein weiteres Mal dürfen wir umherschreiten, Rätsel lösen und einer fantastischen Geschichte lauschen. Eine Geschichte, die erst unscheinbar beginnt und schließlich zwei Schicksale miteinander verknüpft. Gerade den Spannungsbogen, der aufgebaut wird, finden wir fantastisch. Erst spielen wir Geron, machen Ermittlungen über jene Nacht und schon im nächsten Moment schlüpfen wir in die Rolle der jungen Prinzessin Sadia, die 450 Jahre in der Vergangenheit lebt. Diese Schnitte sind so gut herausgearbeitet worden, dass man nur darauf brennt zu erfahren, wie es weitergeht. Für die Preview-Version, die noch nicht den finalen Stand widerspiegelt, macht Memoria schon einen exzellenten Eindruck. Nach den ersten vier Kapiteln sind wir gespannt auf mehr.
Wenn das fertige Spiel so gut wird wie die ersten Abschnitte, steht uns ein tierischer Kracher ins Haus.